Ein freudiges und herzliches Willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Endlich mal mit schönem Wetter. Ich muss mal ein bisschen bei mir den Sound runterdrücken, ein bisschen laut auf meinem Ohr. Ich hoffe, ich bin laut genug für euch. Ich müsste das Mikro jetzt eigentlich sehr gut, hoffe ich, angepasst haben vom Sound her. Genau, was ist letzte Folge passiert? Wir hatten ein kleines Candlelight Dinner beim Mondschein mit der guten Keira Metz. Ich hab kein Boot. Die gute Dame ist jetzt abgedampft nach da hinten. Und ich hab kein Boot. Schwimme ich da jetzt rüber? Ne, wisst ihr was? Ich werde mich jetzt nach links machen. Plätze. Oh. Da ist Plätze. Dann holen wir uns ein kleines Segelbötchen und gucken doch mal, was die gute Keira Metz macht. Denn die hat uns ja ein wenig schlafen geschickt. Ach, hier. Ach, wie praktisch. Hier ist sogar ein Weg. Ach, das ist ja gar nicht so weit. Ist auf der Map irgendwie weiter weg aus. Weiter weg aus, ja. Und zack, und zack, und ab Segel gesetzt. Ahoi, meine Landratten. Auf geht's zur Reuseninsel. Und volle Fahrt voraus. Hieß die Segel. Oh, schönes Wetter ist das heute. Das ist doch wieder dieser Nebeldunst. Ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich wiederhole es immer wieder. Und da liegt, glaube ich, sogar noch unser altes Boot. Vor Anker. Licht brennt da auf jeden Fall schon mal überall. Macht sie sich das da gerade häuslich? Und stopp. Oh, das war hier aber... Wir legen sogar ready an. Und da sind wir wieder. Aber irgendwie, oh, die Musik. Ist die schön. Platsche, platsche, platsche. Hat sich Keira das hier gemütlich gemacht. Ist auf jeden Fall nicht... Ganz oben im Turm. Jawoll. Ist, finde ich, vor allem hier mit diesem... Ich bin mal ruhig. Ich trinke meinen Schokocino. Aha. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Okay. Was war das jetzt? Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Was ist das? Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Jetzt ist es weg. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Das glaubst auch doch nur du. Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Gebe ich jetzt die Wahl, dann könnte sie abhauen, oder ich lasse es einfach... Ach, das ist schon wieder so... Na. Keira, ich kann... Ich werde das nicht zulassen. Tausende leben im Gegenzug für deine Begnadigung. Das ist vielleicht ein fairer Preis für dich, aber nicht für mich. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Nee, bitte. Nee. Keira. Bitte. Zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Was? 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 Ich will das nicht. Nein. Hallo. Jetzt was Besonderes. Was? Habe ich sie angezündet? Wie dumm, mich zu verärgern. Das wirst du nicht. Ich will das nicht.
Hallo. Nimm dies. Was? Leute. Okay, das war etwas, was ich überhaupt nicht wollte. So hätte es nicht enden müssen. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt war. Das war etwas, was ich nicht wollte. Stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin, ja, ich will, also Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck an dem Ciri. Das wird das erste, einzige und letzte Mal sein, dass ich jetzt lade. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die weil Kavalkade war Geralt nein. Schritt voraus. So schien es jedenfalls. Ich weiß, zum Teil, also bis zu einem gewissen Punkt bei diesem Spiel, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel, weiß ich, was man ungefähr so machen könnte. Und ich weiß, dass man dieses Gespräch komplett friedlich lösen kann. Und das ist auch das, was ich wollte und mich nicht verdrücken. Wir versuchen es noch einmal. Ein letztes Mal. Okay? Seid mir bitte nicht böse. Na, hast du gefunden? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Da ist es wieder. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Ich versuch's einfach nochmal damit. Und dann gleich entweder mit der anderen bist du Antwort. Unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Ja, genau. So. Geralt, ich habe keine Zeit darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Wir versuchen es damit. Hör auf dein Gewissen. Du weißt, dass Hunderte, vielleicht Tausende sterben könnten. Na und? Was macht es schon für einen Unterschied, ob Nilfgaards Truppen durch Stahl oder Bakterien sterben? Gar keinen. Eine Seuche kann sich unkontrolliert ausbreiten. Ein Schwert nicht. Da liegt der Unterschied. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ganz schön eigennützig. Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Ja, schon, aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon.
Das Leb war, wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Das war, was ich eigentlich wollte. Drücken. Weil jetzt haben wir nämlich die gute Kera Metz, die sich nämlich jetzt auf. Hui, hui. Kera reißt wieder alles ab. Was ist denn hier los? Die sich nämlich jetzt wieder auf nach Kaer Mor hin macht. Unserer Hexerschule. So. Und jetzt wollen wir doch mal gut gucken. Was haben wir noch so offen? Verteidiger des Glaubens. Repariere alle beschädigten Schreine und vervollständige deine Gewinnsammlung. Mhm. Die lassen wir, glaube ich, mal ein bisschen außen vor. Und das... Ja, da können wir uns so nach und nach peu à peu ranwagen. Wir lesen jetzt erstmal die Herren des Waldes. Gucken wir mal, was uns da so... Quest, da. Die Herren des Waldes. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herren des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herren um Hilfe anflehen. Da musste ich einmal hüsteln. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus. Vor ihrem Schreine aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Mhm. Erinnert mich also fast an Hänsel und Gretel. So ein wenig. Finde die Mumien vom Buckelsumpf oder setze deine Hexersinne ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert. Wir sind aber gute 1000 Fuß entfernt. 1000 Fuß in welche Richtung? 1000 Fuß in die Richtung. Wir haben ja auch noch so mega, mega, mega viel, was wir noch ein bisschen erkunden müssen. Also wir haben ja auch noch den blutigen Baron. Begib dich zur Burg des Barons. Würde ich als erstes machen. Gucken wir doch mal. Ja, dann gehen wir nämlich hier einmal in die große Stätte hier rein. Würde ich vorschlagen. Ihr könnt währenddessen kommentieren, ob wir jetzt ein bisschen den blutigen Baron, also den Pfad des blutigen Barons gehen sollen und die Mumen im Buckelsumpf danach eventuell aufsuchen. Oder ob wir uns zwischendurch auch noch an die kleinen Fragezeichen und Anschlagbretter etc. pp. Halten. Liegt ganz an eurer Hand. Geralt! Weil ich spiele das ja mit euch zusammen, für euch, für mich und für unseren Spielspaß. Und da möchte ich euch natürlich auch ein wenig mit interagieren lassen. Wenigstens so gut es geht bei einem Singleplayer-Urplay-Game. Und jetzt gucken wir doch mal, dass wir zum blutigen Baron kommen. Und an den... Da haben wir ein wenig Schiffbruch erlitten, aber nur ein wenig. Plötze kommt von hinten. Aus dem Wasser gekrochen. Wie soll es auch anders sein? Und wir reiten jetzt einfach mal mitten durchs Dickicht. Ganz meine Meinung. Ich muss wieder in den Wald. Entschuldigung, aus dem Weg, gute Frau! Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneiden? Das weiß ich noch nicht. Obwohl doch, das weiß ich wohl, das bin ich. Mensch, gute Frau, wenn was ist, gleich Bescheid sagen. Ich bin Geralt der Hexer. Hallo, werter Herr. Schwer am Tragen. Wo kommen wir denn hier hin? Einmal hier hoch, Plätze. Und wo bin ich denn jetzt hier? Mach langsam. Was ist denn los, gute Frau? Kann ich helfen? Gnädige Frau? Kann ich nicht? Das ist ganz schön mitgenommen, das Dorf. Da sieht man dann auch schon die Nachwirkungen, die Nachwehen des Krieges. Weiter so, Plätze. Genau, wir müssen überhaupt hin.
Kann man schon irgendwas erblicken? Da! Wir können etwas erblicken. Ein großes Fort. Eine große Festung, wie mir scheint. Hallöchen! Gute Herren. Krähenfels. Mann des Barons. Tag auch. Finde den Baron. Den werden wir finden. Den guten, blutigen, den. Schauen uns aber erst hier ein wenig um. Was ist denn hier? Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay. Tamara und vermisst Anna Strenger, Gemahlin des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung ebenfalls. Aha, das könnte vielleicht unsere neue Mission sein. Ja. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Zeig mir deine Waren. Wir schauen. Oh, was ist das hier? Religion und Leben, sonstiges, enthält Zusatzinformationen. Ja, dann nimm mal mit. 30, die haben wir schon. Ein paar Karten haben sie. Oh, der hat Karten. Verkaufen wir hier erstmal so ein bisschen. Oh. Und kaufen alle Karten, die wir kriegen können. Ein bisschen Ziegenhaut und davon ein bisschen Haut und davon ein bisschen Haut. Weg, weg, weg. Weg. Haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Jolt. Oder wie es ja hier heißt, Florin. Leb wohl. Vielen Dank für die Karten. Hallo, Cheat. Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Ja, doch. Die ein oder andere. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Ärger. Vielleicht lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Klopf, klopf. Ich komme rein. Hallo. Oh. Oh, da geht's, glaube ich, nicht weiter. Gute halt! Leute. Wer ist da? Geralt! Von Riva! Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab viel Spaß. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Ja. Öffnet das Tor. Feldwebel. Jawohl. Adal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Ja, ja, was ja. Denkst du nur? Na, ich doch nicht. Ich bin ganz brav. Gott, bist du hässlich. Hey, ja, 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 schon mal schön. Oh, warte. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Gott. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Darf ich? Einmal. Wir hatten die Wahl, ja, nachdem uns gleich. Die Schwarzen besiegen, uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. So richtig wunderschick sieht das jetzt hier auch nicht aus, ne? Also hier, Dachdecken wäre mal angesagt. Wer der Herr Baron? Vielleicht? Ich sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Aha. Das hätte ich jedenfalls gedacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Oh, das sieht aber schön aus da. Meister Hexer. Ja, hier. In Vysima. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast.
Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Ich nehme ein. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Dir fehlt ein Zahn. Wir reden drinnen. Okay. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Diese Musik ist... Eieieiei. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Ciri. Cirilla. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wählen. Gut zu wissen. Das war knapp. Aber ich nehme einfach alles mit. Gimme that, gimme that. Der Kräuterpflücker ist wieder da. Sie braucht Hilfe. Oh. So. Eieieiei, was ist da denn kaputt? Ciri macht hier aber zack, zack, zack. Die gute Fee. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts.
Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Traurige Geschichte des kleinen Mädchens. Einfach von den Eltern zurückgelassen. Finde ich jetzt nicht so schnieke. Oder kommen wieder Wölfchens? Wölfe! Schnell, versteck dich! Alter, hier, da geht das hier ab! Ist nicht! Hoppla, hopp, 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 hopp. So eine Stahlwaffe, ne? Ja, so ist ja eh. Latex und Gummis. Da haben wir sie. So. Oh, du kannst jetzt rauskommen. Von einem Mann, etwas mit enormen Klauen. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Na, wer damit wohl gemeint ist. Naja, wir gehen gleich weiter. Gute Kretka. Kretka ist. Wir sammeln erstmal alles auf. Weiter geht's. Komm her, meine Kleine. Schau mal. Da ist etwas. Ui. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet... Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh. Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm, was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Hm. Oh, nee, das hatten wir schon. Da habe ich mich ein wenig verdrückt. Hm, was? Da wollte ich rauf. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Oh. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Aha.
Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ja, jetzt müssen wir nicht nur Gretka folgen, sondern auch ein Öl, ein Bestienöl wahrscheinlich erstellen. Aber liebe Leute, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich beende das hier so ganz abrupt. Na, wir gucken weiter. Hier, der Sturm zieht auch schon auf. Nicht sehr schön. Oh, der Mond, der ist aber auch echt... der ist schick. Ja, wir schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht mit Ciris Geschichte und dem Werwolfskönig. Vielleicht treffen wir auf ihn, vielleicht auch nicht. Seid gespannt, Leute. Macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater.